بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tag des Gerichts. Und Frieden und Segen sei auf dem Besten aller Menschen, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei auf ihm, seine Gefährten und jene, die ihm folgen werden bis zum Tag der Auferstehung. Bis zu dem Tag, wo wir vor Allah azza wa jall stehen werden und alle unsere Taten gewogen werden. Gemäß der Taten, liebe Geschwister, schaffen wir die Barmherzigkeit Allahs zu erreichen. Und wir haben so versagt und erreichen seinen Zorn. Möge Allah azza wa jall uns vor dem Höllenfeuer beschützen und bewahren. Alhamdulillah, wir können uns eigentlich Gewinner der Zeit nennen, da wir gerade Zeit in der Masjid verbringen. Und als ich das letzte Mal hier war, sprach ich genau über Zeit. Da habe ich euch eine Aussage mitgebracht von einem Bild, das ich las, wo drauf stand, das Problem ist, du glaubst, du hast Zeit. Das ist eine Problematik leider. Nun, meine Brüder im Glauben und Schwestern in der Religion, Allah Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala, am Ende des Koran nimmt diese Thematik auf sich und schwört das letzte Mal bei der Zeit. Und das in einem Ayah, in einer einzigen Ayah. Weil er möchte, dass du dir über eine Ayah Gedanken machst. Die Ayat aus dem Buche Allahs sind offenbart worden, damit wir sie nicht nur auswendig lernen und auf eine schöne Art rezitieren. Die Ayats aus dem Buche Allah subhanahu wa ta'ala sind offenbart worden in allererster Linie, dass wir darüber nachsinnen und diese unsere Herzen erreichen und uns verändern auf dieser Erde und in diesem Leben. Allah Azza wa Jal schwört in dieser Sure, die alle wahrscheinlich auswendig können, in einer der drei kürzesten Suren, die wir kennen, im Koran, unter anderem Al-Kawthar und Surat Al-Nasr, schwört Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers und sagt, Wal-Asr, bei der Zeit. Die Mufassirun sagen hier, liebe Geschwister, damit ist die Zeit des Menschen, die der lebt auf dieser Erde, gemeint. Die gesamte Zeit, die du hier verbringen wirst. Von deiner Geburt bis hin zu deinem Tod. Hier darauf schwört Allah Azza wa Jalla. Andere Mufassirun sagen, bei Al-Asr ist damit das Asr-Gebet gemeint. Ja, dass Allah Azza wa Jalla auf dieses Gebet schwört. Was ein sehr wichtiges Gebet ist, weil wir kennen den Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wer Salat al-Asr verpasst, dessen Taten sind verloren gegangen. Alles, was du den ganzen Tag gemacht hast, ist weg. Einige der Mufassirun sagen, wer es verpasst, absichtlich damit verloren ist gemeint, seine Religion ist verloren. Murda. Andere sagen, wer es verpasst durch Ablenkung, somit sind alle seine Taten nichtig. An dem Tag hast du nichts mitgenommen. Am Ende des Tages, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala schwört auf etwas Gewaltiges. Und dann sagt er weiterhin in derselben Sure, dass wahrlich der Mensch einzeln, innal insana lafi khusr, wahrlich der Mensch in Einzahl, nicht die, alle Menschen, er sagt der Mensch, weil guck mal, er gibt dir eine Ayah, wal asr, bei der Zeit. Jetzt denkst du nach. Und jetzt sagt er, du Mensch, der gerade liest, du bist ein Verlust. Und du bist nicht einfach ein Verlust. Innerlin sei wahrlich der Mensch, lafi khusr. La ist hafi taukid. Es lebt taukid, das heißt eine Bestätigung. Denn das verstärkt jetzt, was hier gesagt wird. Es wird verstärkt. Und du bist nicht einfach ein Verlust. Du bist in der Verlust hinein, tief hinein.
Darum sagt Allah, la fi husr. Er sagt nicht husr, einfach so das Wort. Du bist tief im Verlust, im Gelehrten des Tafsir. Und deswegen empfehle ich immer allen Geschwistern, wenn ihr das Buch Allahs liest und auswendig lernt, versteh es. Lese den Tafsir, damit du, wenn du im Gebet stehst und diese Versen rezitierst, diese Ayat rezitierst, dass das etwas mit deinem Herz passiert. Der sagt, du bist wahrlich tief. Und ein Husr, liebe Geschwister, ist ein ultimativer Verlust. Ein ultimativer Verlust, weil das, was du verlierst, sagt dir Allah Azza wa Jalla in den Suren davor. Eine Sure vor Al-Asr, welche ist das? Wer weiß jetzt, welche Sure ist vor Asr? Sura Al-Takafur. Was sagt Allah Azza wa Jalla in Sura Al-Takafur? Takafur. Hatta Zurtumul Maqam. Allah Azza wa Jalla sagt, wahrlich, der Mensch lässt sich ablenken, bis er die Gräber besucht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass wir uns ablenken lassen. Ja, wir lassen uns ablenken. Und er sagt uns auch, von was, also mit was wir uns ablenken lassen. Nämlich durch Vermehrung. Vermehrung der Dunya. Der Besitz. Vermehrung durch Kinder. Ehefrauen. Vermehrung, liebe Geschwister, durch Ansehen bei den Menschen. Das ist, was die Menschen suchen. Und die suchen es und suchen es und suchen es, bis die Klappe zugeht. Wenn die Klappe zugeht, merken die, oh, das war gar nicht wichtig. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir nicht, von was du dich ablenken lässt in Surah Al-Takafur. Er sagt nur, dass wir uns ablenken lassen, bis wir die Gräber besuchen. Und dann werden wir das Feuer sehen. Dann werden wir Jahannam sehen. Und dann werden wir über alles befragt. Guck mal, und endet Surah Al-Takafur mit dem Wort Na'im. Eine immerwährende Gabe, nicht Ni'ama. Na'im ist eine immerwährende Gabe, etwas, das dir ständig gegeben wird, wie deine Luft zum Atmen. Ist eine Gabe, die wird dir gegeben ständig. Dein Herzschlag. Du wirst über jede Sache befragt. Dann sagt Allah in Surat al-Asr dir die Antwort. Wal-Asr, inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu. Von dieser Sache musst du abgelehnt. Nämlich von dem Glauben, die Taten in dem Glauben, die Wahrheit, die weiterzugeben und die Standhaftigkeit, die du benötigst, wenn du dies tust. Wovon du abgelehnt wirst, ist genau diese vier Dinge. Weil Allah sagt in Surat al-Asr, machst du diese vier Dinge nicht, bist du wahrlich tief hinein in einen ultimativen Verlust. Und dieser Verlust ist kein anderer, als dass du das Jenseits verlierst. Denn das Diesseits, sagt Allah Azza wa Jalla dir im Koran, ist nur dafür erschaffen, damit du dich mit diesen vier Dingen beschäftigst. Und das beeinhaltet unsere Ibadah. Das beeinhaltet, liebe Geschwister, der Ibadah, das Dienen. Und jetzt verstehst du den Zusammenhang von der einen Suche mit der anderen Suche. In der einen, Allah subhanahu wa ta'ala informiert uns und gibt uns Warnungen. Auch davor, vor Al-Takathur, mit Al-Qariya und Zalzala und Adiyat, denkt, warnt und warnt uns. Danach sagt zu dir, ey, bei der Zeit, du bist im, hast du nicht gehört? Mensch, hast du nicht gehört? Bei der Zeit, du bist im Verlust, weil das, was kommt, ist Verlust. Und dann guck mal, subhanallah, eine Sache, die auch ajib ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, illa alladhina amanu. Guck mal, der sagt, inna al-insan, wahrlich der Mensch, als einzelne Person. Der spricht nicht einzeln, weil er will deine Aufmerksamkeit. Aber danach sagt er dir, außer diejenigen in Mehrzahl. Warum? Allah azza wa jalla sagt, inna al-insan, der Mensch ist ein Verlust. Der sagt nicht die Menschen. Aber er sagte in der Aya danach direkt, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wahrlich diejenigen, die glauben und gute Werke tun. Er sagt nicht der Gläubige. Weil hier sehen wir, liebe Geschwister, die Wichtigkeit der Gemeinsamkeit und der Jama'a. Weil Glauben
und gute Werke alleine wird schwer. Eine Weisheit von dieser Ehe ist, dass wir gemeinsam uns benötigen, damit wir gute Werke verrichten, damit wir stark glauben. Und du brauchst auch eine Gemeinschaft, damit du die Wahrheit, wie gesagt, du kannst ja nicht die Wahrheit selber sagen. Du kannst ja nicht vor der Spiegel stehen und dir die Wahrheit sagen. Tamam, du kannst dich ja malen selbst. Aber die ersten zwei Sachen sind, um dich zu richten. Die nächsten zwei Sachen sind eine Sache, um andere zu richten. Denn der Essenz und die Frucht der Brüderlichkeit und der Umma besteht darin, dass wir uns die Wahrheit sagen. Wenn wir uns nicht die Wahrheit sagen und nahelegen, gehen wir zugrunde. Das ist eine Sache, die muss verstanden werden. Erstens, sie gehört zu einer Eigenschaft, die dich von der Verlust bewahrt. Die Wahrheit zu sprechen, gehört sich zu einer Eigenschaft, die bewahrt dich von der Verlust. Und die gesamte Menschheit ist in Verlust. Brüder und Schwestern im Islam, die IM ist der beste Beweis für uns. Die IM ist der beste Beweis für uns. Du siehst, wie viele Menschen sich in Verlust begeben. Durch die Nacht. Für manche denken auch, dass das ein, ist auch für die, die auch erwerben dadurch, ist das kein Gewinn. Denn wir wissen, was der wahre Gewinn ist. Der wahre Gewinn liegt darin, die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen. Und nicht der Mensch. Deswegen sagt er ja, außer diejenigen, die die Wahrheit sprechen, und dann, what the was all we sober, die geduldig sind, sagen, übersetzen, aber eigentlich die standhaft sind. Hier wird Standhaftigkeit verlangt. Geradlinigkeit, Ausdauer. Hier wird dir gesagt, dass das nicht einfacher sein wird. Hier wird informiert, dass dieser Weg kein einfacher Weg sein wird. Dass auch niemand gesagt hat, dass das einfach ist. Auch in der gesamten Sira des Gesandten sallallahu alaihi wasallam wirst du nicht finden, dass es einfach war. Und wenn der beste Mensch unter aller Menschheit, guck mal, die gesamte Menschheit ist die beste Schöpfung. Beste Schöpfung. Wenn der beste Mensch es nicht einfach hatte, wie sollen wir es einfach haben? Aber das ist unser Problem. Unser Problem liegt darin, dass wir auf dieser Erde Ruhe suchen. Aber der Erfolg liegt eigentlich in der Unruhe. Und das ist nicht mein Auto, das ist unser Selbst. Unsere Vorfahren. Der Erfolg liegt darin in der Unruhe. Und nicht in der Ruhe. Wenn du erst die Unruhe akzeptierst, wirst du erfolgreich sein. Hast du gedacht, du wirst glauben und Allah wird dich prüfen? Hast du gedacht, du wirst 500 am Tag beten und Allah wird dich prüfen? Hast du gesagt, du wirst ab jetzt sagen, ich entferne mich der Sünde und Allah wird dich darauf nicht prüfen? Hast du gedacht, dass du dich jetzt von gewissen Dingen fernhältst und Allah wird dich nicht prüfen? Dass du die Sünde des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam folgst und dann wird alles einfach? Hast du gesagt, dass du die Wahrheit sprichst und dann von dir keine Standhaftigkeit verlangt wird? Also bedeutet, dass diese Sachen Unruhe mit sich bringen. Das, die finden auf dieser Welt, die Prüfung auf dieser Welt, das ist mit verbunden, das geht zusammen. Wenn du Ruhe suchst, Bruder Herz, dann hast du etwas falsch verstanden. Oder Schwester im Glauben. Weil die Schwestern denken, wenn die sich bedecken, dann wird es unter dem Hijab wühlen. Wer hat dir das erzählt? Die denken, wenn ich mich jetzt bedecke, danach ist das unter. Manche Leute erzählen uns Märchen um Leute, deren so, ja, Aufmerksamkeit und das sagen, ah, guck mal, wie krass, wie schön. Bruder, hör auf mit diesen Schwachsinn. Was Schwachsinn, Wallah. Es ist nicht kühler drunter, Bruder. Natürlich schützt Stoff vor der Sonne und vor der Hitze und irgendwo. Aber es ist warm darunter. Du wirst geprüft, du sagst, ich bedecke mich für Allah, ich werde jetzt meine Haare niemandem zeigen und meine Schönheit, die Allah mir gegeben hat. Okay? Dann wirst du darauf geprüft. Weil wir haben zu viele Schwätzer auf dieser Welt. Zu viele Quatschen, zu viele Reden. Aber es geht sich nicht um Reden, weil Allah sagt, إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتٍ. Jetzt erkläre ich einen anderen Unterschied, dass wir den auch verstehen.
Warum sagt Allah Azza wa Jal illa alladhina amanu wa amilu und er sagt nicht illa alladhina amanu wa fa'alu? Es gibt einen feinen Unterschied. Fa'ala und amila. Warum sagt er nicht fa'alu? Weil amal ist mit Mühsamkeit verbunden. Mit Bemühen. Die Tat in diesem Fall, obwohl beides tun bedeutet, wenn Allah sagt amalu, bedeutet der amal ist mit was? Mit einer Bemühe, mit einer Mühe. Du musst dich dazu bemühen. Wenn du Hajj machen möchtest, ist eine Mühe dahinter. Wenn du beten möchtest, ist eine Mühe dahinter. Ja, der Amal ist immer mit einer Mühe. Darum auch, wenn Allah über seine eigene Taten spricht, sagt er nicht Amal. Wie zum Beispiel أَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ. Aber warum? Weil Allah braucht ja keine Mühe. Er muss sich nicht bemühen. Der Mensch muss sich bemühen. Deswegen jetzt verstehst du, dass wenn Allah sagt, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتٍ, dass diese Taten gebunden sind an eine gewisse Mühe, die du bringen musst. Die kommen nicht einfach so. Die kommen nicht einfach so. Du musst dich bemühen. Die Mühe ist mitgebunden. Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Und doch tut es nicht jeder. Oder das Gebet selbst. 50 Mal ist das über uns offenbart worden. 5-mal ist es, auf die Zahl 5 ist es gebracht, dass wir 5-mal es verrichten. Und wir sehen, dass sehr große Prozentzahl der Muslime es nicht verrichten, die sich Muslime nennen. Weil dann über Islam entscheidet Allah Azza wa Jalla. Weil es tut mir leid, ich kann nicht hinkommen und sagen, der Islam baut auf 5 Säulen und du unterlässt eine Säule und du willst der Sache zustimmen. Das muss Allah Azza wa Jalla erklären. Das muss Allah Subhanahu wa Ta'ala erklären, das tut mir wirklich leid. Weil wenn einer mich fragt, was ist Islam? Und ich erkläre jetzt nicht das Wort Ergebung, ich erkläre die Säulen, die dazugehören. Islam gehört dazu, Pilgerfahrt, Zakat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Siyam, Hajj. Und jetzt kommt einer und sagt, nee, aber ich mach das nicht. Das geht doch nicht, das geht doch nicht. Das ist doch Islam. Das erzählen wir, das erklären wir doch den Leuten, oder nicht? Was sagen wir jetzt, wenn er sagt, okay, ich mache die Füße, aber ich mache keinen Hajj? Aus Faulheit. Ich faste nicht, aus Faulheit. Das geht nicht. Ja, nee, für mich das wahre Hochmut. 50 Mal wurde es offenbart, eigentlich für 50 Mal, dass wir es 50 Mal am Tag verrichten. Allah subhanahu wa ta'ala wollte 50 Mal das haben. Es wird über seine Barmherzigkeit auf 5 gebracht und jetzt kommst du und sagst nein. Weißt du, wie du vor Gott stehst? Wie willst du das erklären? Wie willst du hier erklären? Und dann kannst du auch ruhig die Ausrede bringen der Faulheit. Geschwister im Glauben, hier verstehen wir auch die Aussage von Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala über Surat al-Asr. Warum der gesagt hat, wenn Allah Azza wa Jalla nur diese Sure offenbart hätte über die Umma des Propheten alayhi salatu wassalam, es hätte gereicht. Er meinte damit nicht, es hätte gereicht in der Gesetzgebung der Religion und als gesamte Religion. Als Ermutigung zu diesen 4 Dingen, die da drin erwähnt werden. Es hätte gereicht als Ermutigung. Diese 3 Ayats. Aber für uns reichen die nämlich. Die Leute suchen immer neue Themen. Irgendwas Spektakuläres. Neue Leute. Weil wir nicht verstehen wollen. Vielleicht auch nicht mal hören wollen. Weil wir nicht mit dem Herz hinhören. Und weil wir keine Veränderung zulassen. Und weil wir die Ermahnung als eine Beleidigung betrachten. Wenn einer dir die Wahrheit nahelegt oder dich ermahnt, wir nehmen es als Beleidigung auf. Oder die Besten sind da drin, sind die Besten in den sozialen Medien und in YouTube. Die Brüder, die Dawa machen, Internet-Hodjas oder Imam oder die Imam, kennst du diese Hodjas, wenn die uns alles verbieten wollen?
gleich gerne einem Tier. Alles, was sie tun, hat nichts mit der Religion zu tun. Aber die kommen und wenn die ermahnt werden, anstatt dass die, guck mal, die Ermahnung macht uns als eine Umma aus. Die gegenseitige Erinnerung macht uns aus. Wenn wir das nicht tun, dann wir gehen kaputt. Wir brauchen, guck mal, das Wort Insan kommt vom Vergessen. Ein Ursprung des Wortes ist das Wort Vergessen im Arabischen. Wir vergessen ständig. Heute reden wir darüber, morgen machen wir dasselbe. Heute ermahnen und erinnern wir uns, nachher sind wir nur mit Fußball beschäftigt, gehen nicht zum Gebet, machen gar nichts. Ich habe das doch letztens gepostet, wo ich gesagt habe, IM, 10 Mann in der Masjid. In eine türkische Jamaa. 10 Mann. Und das hat nichts mit den Brüdern aus Türkei zu tun. Das war in der Nähe mit Marokko nicht besser. Das war nicht besser. Wir können nicht das gut sprechen, weil der Name des Fußballspielers Hassan oder Hussein ist. Daran ändert sich nichts. Oder was denkst du, wenn irgendwann in der Theoretik spielt, wie viele Leute zum Gebet gehen und beten? Oder was ist doch nicht normal? Sind wir dafür erschaffen worden? Hat uns Allah erschaffen, damit wir Ruhe hier haben und heiraten und Häuser bauen und Urlaub machen? Wenn wir ehrlich, Brüder, vielleicht habe ich das falsch verstanden. Oder vielleicht habe ich es falsch verstanden. Dann bringen wir die Ayats darüber. Und die Ahadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Hat er uns erschaffen, dass wir erfolgreich werden in einem Job? Hat er uns erschaffen, damit wir viel Geld anhäufen? Weil die Schöpfung hat doch einen Sinn. Die Schöpfung hat einen Sinn. Und ich sag's mir selbst. Diese Schöpfung, wenn wir doch an einen Herrn glauben und an den einen und selben Gott, hat er von einem Sinn gesprochen, dieser Schöpfung. Und hat gesagt, warum wir da sind. Und es kann nicht sein, dass die Besten unter uns, die gelobt sind von Allah direkt, ein ganz anderes Leben geführt haben als wir. Weil, stell dir mal vor, Achi, die früheren würden in Stadien gehen und sehen, was die Umma des Gesandten sallallahu alaihi wasallam feiert und tut und macht. Und wenn ein Tor fällt, kommt eine Freude, ein Jubel, die kriegen Kopfschmerzen vom Jubel. So stark, so richtig stark. Aber er weiß gar nicht für was. Er bekommt gar nichts davon, ja? Weder Geld, noch Ruhm, noch irgendwas. Eigentlich, guck mal, das, was Allah sagt in Surah Al-Takasur, was uns ablenkt, nicht mal davon hat er was. Keine Vermehrung bei Kindern, keine Vermehrung bei Mann, keine Vermehrung bei gar nichts. Das ist ja eine Ajib. Das ist eine Problematik. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, weil wir keinen Spaß im Leben haben. Das Leben ist kein Spaß, Bruder. Das Leben ist nicht so Spaß und Spiel erschaffen worden. Weil wenn wir sterben, irgendwie sind die alle immer ernst. Wenn wir sterben, wenn wir Tote haben, sind wir alle irgendwie auf einmal voll ernst. Warum? Weil daran merkst du, dass es kein Spaß ist. Das Leben ist kein Spiel und Spaß. Nicht aus diesem aus Spiel und Spaß erschaffen worden. Das ist so. Achim, liest, was die Früheren gemacht haben, die haben das Leben nicht so betrachtet. Wie kann ein Mensch, der die Bestätigung bekommt, das Bestätigung von den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, stell dir mal vor, der Prophet Muhammad alaihi salatu wa sallam steht vor dir und er sagt, du bist im Paradies. Stell dir mal vor, Bruder, der sagt das dir. Alaihi salatu wa sallam. Der Bruder, ich weiß nicht, ob ich leben könnte danach. Vor Freude, wenn du weißt, Bruder, was das bedeutet, wenn dieser Mann es dir sagt, dann bist du im Paradies. Es gibt keinen Zweifel darin. Und dieselbe Person hat diese Nachricht und diese Botschaft und trägt ihn mit sich.
Und dieselbe Person müht sich ab und müht sich ab und tut und macht und hört nicht auf zu tun und mehr und mehr und mehr. Und dann setzt er hinter seinen Taten ein Fragezeichen. Und sagt, vielleicht bin ich ein Heuchler. Jetzt weißt du, warum Hasan al-Basri, der diese Menschen gesehen hat, die für uns wie Außerirdische kommen in unseren Ohren. Und wir weit davon entfernt sind. Weil unsere Mühe liegt darin, das Fajr-Gebet nicht zu verpassen. Zu Hause in Pyjama. Das wissen wir, Brüder. Das ist unsere Mühe. Unsere Mühe liegt darin, dass wir ein Gebet, was Pflicht ist, was den Heuchlern eigentlich zugesprochen ist, wenn die das nicht beten in der Jamaa, dass wir es nicht verpassen in unseren eigenen Wohnungen. Diese zwei Rekka Pflicht. Weil die zwei Rekka Sunna, manche Leute wissen nicht mehr, ob die davor oder danach geschickt. So oft machen sie das. Aber ich bekomme die Frage jedes Mal. Aber Ali, wann betet man Sunna zum Fajr? Bruder, das ist unsere Mühe. Deren Mühe war weit über. Deswegen Hasan al-Basri, rahimahullah, sagte zu seinen Leuten, wer weiß, wir haben Taten gemacht, Allah hat sie gesehen, vielleicht hat er nichts davon akzeptiert. Diese Menschen haben sich in Frage gestellt. Und weil diese Sure, die wir gerade, von der wir gerade gesprochen haben, ist in das Herz hineingegangen. Und sie wussten, ach, eigentlich haben wir gar keine Zeit, mit viel links und rechts zu beschäftigen. Eigentlich haben wir gar keine Zeit. Um ehrlich zu sein, Brüder, wir sind so im Verlust, so oder so. Wir haben eigentlich gar keine Zeit. Wenn wir 90 Minuten uns Fußballspiel angucken, was wir vielleicht später alle tun werden, eigentlich haben wir gar keine Zeit dafür. Weil wir wissen nicht, wann die Klappe zugeht. Und wenn wir denken, dass wir so es erreichen und geschafft haben, haben wir wirklich sehr, sehr schlecht gewogen. Die Waage, die wir benutzt haben, ist sehr, sehr schlecht. Weil ich habe dir gesagt, unsere Vorbilder haben dasselbe gemacht. Mit krasseren Nachrichten, mit krasseren Botschaften. Vom Koran selbst und von dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Weil Allah azza wa jal lobt die Muhajirun und die Ansar in seinem eigenen Buch. Ja, Religion, du bist verewigt in den letzten Offenbarungen, die es gibt. Aber die haben sich daraus nichts gemacht. Die haben sich daraus nichts gemacht, Bruder. Hier, Bruder, wenn dein Bruder dir sagt, Allahu Mubarak, boah, du hast so krass Wissen, du denkst, du bist vorbei, Affe, du bist im Paradies. Wenn du hier zum Gebet, zum Fajr gehst in die Moschee und du siehst nur fünf Leute, du denkst, das Paradies ist nur für diese fünf Leute erschaffen. Oh, das ist unser Seel. Solltest du einmal im Jahr Qiyam al-Layl aufstehen, von dir aus alleine hat sich Allah nichts, alle anderen sind schlecht und gut. Das ist nur sehr verarscht, unser Teufel. La'natullah. Das ist traurig. Aber es ist die bittere Wahrheit und ich kann doch nicht hier hinkommen und uns irgendwelche Märchen erzählen. Bei diesem Zustand. Ich kann natürlich das machen, damit wir unsere Herzen erweichern und alle sagen, MashaAllah, Allahu Akbar, krass, ajib und diese ganze Kalam, brauchen wir nicht. Wozu, Achim? Wir haben nicht mal in einer der kurzen Suren wirklich verstanden, was die uns für eine Botschaft mitgibt. Und wenn ich sie wie die früheren, alles was sie je gemacht haben, in Frage gestellt haben, ich rede über mich reden, ich bin Müllbruder in der Hinsicht. Ich bin Müllbruder. Guck mal, ich schließe euch etwas, damit verschließt, wie die gedacht haben. Und ich habe das gestern den Brüdern vorgelesen und ich schließe das heute auch vor. In dem Text heißt es immer, ich wundere mich über die Menschen, ich werde meinen Namen dahin fügen. Ihr könnt selber euren Namen, wenn ihr euch nicht angesprochen fühlt, Alhamdulillah. Möge Allah unseren Zustand besser machen. Einer der Salaf sagte, ich wundere mich über den Menschen, in dem Fall hier ich selbst, Abu Ali, der weiß, dass er sterben wird, aber trotzdem zu Gelächter neigt. Guck mal, wie die denken. Der sagt, ich wundere mich über den Menschen. Er weiß, er wird sterben, aber er neigt zu Gelächter. Oder wir lachen wie Hobby, wie Sport. Wenn du wirklich Muskeln bekommen kannst durch das Lachen, weil ihr wisst, wir haben ja Lachen zu gelernt. Oder wir würden krasse Muskeln haben, die es gibt, im Gesicht. Ich wundere mich über den Menschen Abu Ali, der weiß, dass diese Welt eines Tages enden wird, aber sich trotzdem nach ihr sehnt.
Du weißt, dieser Buch wird zu Ende gehen und alle sehnen sich nach dieser Bücher. Das ist ein Beinbruch. Oder warum arbeitest du so viel? Na, warum gehst du so stark arbeiten? Weil du etwas von der Dunja haben willst. Erzähl, weil die mal, guck mal, ich kenne Leute, die kommen und sagen, ich will reich werden, damit ich danach viel spenden und. Lass diese Hakes, Bruder. Das kannst du dir selber erzählen und dein Gewissen gut sprechen. Du willst reich werden, du willst Kohle erreichen, damit du Philipp Pateko, wie die heißt, ne, Rolex und alles Mögliche tragen kannst, Maybach fahren kannst, was weiß ich. Ich wundere mich über den Menschen, der Bualia, der weiß, dass alles kommt, wie Allah subhanahu wa ta'ala will, aber trotzdem über Verluste jammert. Also ich bin das 1:1. Wir wissen, ne, alle bestimmt Allah subhanahu wa ta'ala, geben, nehmen und trotzdem jammern wir. Trotzdem jammern. Und wir, du sagst zu einem, wie übt dich in Geduld aus? Ja, lass mich in Ruhe, Bruder, jetzt Geduld, Geduld. Was hast du mir für eine Nasiha gegeben? Ich wundere mich über den Menschen, Abu Ali, der an die Abrechnung im Jenseits glaubt, aber trotzdem Reichtum anhäuft. Weil wir werden über alles befragt. Und wir häufen. Bruder, geht, macht selber Tests für euch. Macht deinen Kleiderschrank auf. Zähl deine Pullover, deine Hosen, dein Shirts, deine Shorts. Was du auch immer trägst. Deine Hemden. Und verantworte dir selbst vor dem Kleiderschrank die Frage, was du davon wirklich hast. Und wirklich brauchst. Weil meistens haben wir zwar 100% Klamotten drin, aber benötigen nur 30%. Und das ist eine Wahrheit. Und wir werden für jeden einzelnen Pullover befragt. Für jede einzelne Hose. Da können wir 1000-mal Palästina posten und anders. Das hilft uns nicht. Das hilft uns. Die Religion ist nicht posten und reden. Das müssen wir auch verstehen. In allererster Linie ist die Religion Veränderung für dich selber. Weil wenn du, guck mal, weil viele sagen, ja, aber da müssen wir... Bruder, erstmal musst du dich verändern. Wenn du dich nicht veränderst, kannst du niemanden verändern und niemanden helfen. Weil eine kranke Person kann einem Kranken nicht helfen. Das ist die Regel auf dieser Erde. Da kommt der eine, der kann nicht von Frauen loslassen, von Musik nicht loslassen, er betet nicht, kippt ein Maul und will mir erzählen, dass wir die Palästina retten. Bitte geh nach Hause, Bruder. Geh nach Hause! Das ist nicht der Weg, Bruder! Das ist nicht der Weg! So hat der Gesandte Ali Salatu Wasalam nicht gehandelt. Ich wundere mich über den Menschen, Abu Ali, der Wissen über das Höllenfeuer besitzt, aber trotzdem Sünden begeht. Und wer findet sich hier nicht wieder? Weil wir wissen, ne? Eine Sünde ist immer ein Weg in die Hölle. Weil eine Sünde kann nur, wenn Allah dir es nicht hier vergibt, und dafür wirst du niemals eine Nachricht bekommen, ob die vergeben worden ist oder nicht. Eine Sünde wird in die Hölle gewaschen. Das heißt, sie führt immer dahin. Ich wundere mich über den Menschen, Abu Ali, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, aber trotzdem andere gedenkt als seiner. Auch, liebe Geschwister, eine Wahrheit. Wir sagen, wir glauben an Allah, aber wie oft denken wir an Allah sollte? Oder solches beste Beispiel, Afkar al-Sabah al-Masa. Die Afkar von morgens und abends. Wenn wir jetzt einen Test machen würden, kommen erwähnen wir Afkar von morgens. Die meisten von uns würden, die kennen die Dinge nicht. Wollen wir sie nicht machen? Wenn wir jeden Abend und morgen diese Afkar machen, die uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns nahegelegt hat, den wir lieben, aber unsere Liebe ist ja eine Aussage. Ja, das ist sowieso ein Phänomen. Wir lieben Dinge, die wir nicht folgen, auf die wir nicht hören, die wir nicht nachahmen, aber wir lieben. Und wie du sagst, nein, du liebst nicht. Ich liebe Allah, ich bete nicht. Das ist die größte aller Lüge, Bruder. Das ist die Lüge zur Selbstheit. Weil wir kennen normalerweise, wenn du etwas liebst, du siehst es an diesem Menschen. Einer liebt Sport, du siehst es an diesem Menschen, dass er Sport liebt. Du liebst eine Frau, du siehst es an diesem Menschen, dass er diese Frau liebt. Ist immer so. Weil Liebe ist eine Sache, eine Eigenschaft, die entsteht in deinem Herz. Wenn du etwas liebst, du handelst danach.
Darum warnt uns Allah Azza wa Jalla, dass wir diese Dunya nicht lieben sollen. Ich wundere mich über den Menschen Abu Alia, der das Paradies glaubt, aber trotzdem Freude an diesem Leben findet. Das, was ich ihm gesagt habe. Wir wissen ja, was ihr Geschwister, und ich bin ehrlich zu mir selbst, ob ihr euch in dieser Aussage wiederfindet, ist eure Angelegenheit. Ihr könnt ja jegliche Wörter, die ich, also was ich von mir gebe, sowieso ablehnen. Denn ich bin ein fehlerhaftes Geschöpf. Außer Qala Allah wa Qala Rasul, hier hast du keine Chance. Das musst du annehmen, da kannst du dich am Boden wälzen, das interessiert niemand. Meine Aussagen kannst du ablehnen, bereits. Aber ich glaube, wir wollen gar nicht ins Paradies. Ich glaube, wir wollen nicht ins Paradies. Wir wollen nicht. Das geht nicht. Die Rechnung geht nicht auf. Also in meinem Kopf auf keinen Fall. Wenn wir wirklich ins Paradies wollen, würden wir dementsprechend haben. Wir handeln nicht danach. Wir handeln nicht danach. Diese Aussage trifft es genau. Wir sagen, wir glauben an Jannah, aber finden Freude in diesem Leben. Und deswegen, du erkennst das, wir wollen gar nicht dieses Leben verlassen. Darum, wenn einer krank wird, oder du hörst von jemandem, der krank wird, hast du schon so, wenn du irgendwo Schmerzen verspürst, und das geht Richtung Brust oder Herz, dann zitterst du. Ich verlasse dieses Leben. Und das nicht, weil du zitterst vor Freude, dass du Allah triffst. Das vor Trauer und Angst, dass hier das jetzt verlassen. Du weißt, dass der Gesandte, alayhi salatu wassalam, dieses Leben, diese Dunya mit einem Kadaver verglichen hat. Wir wissen, dass der uns gesagt hat, alayhi salatu wassalam, wenn diese Dunya mehr Wert hätte als ein Flügel einer Mücke oder eines Insekt, hätte Allah azza wa jalla denjenigen, den nicht an ihn glauben, das Wasser verboten. Denn du weißt, das hier ist Müll. Wir wissen es zu 100%, aber wir möchten das hier nicht verlassen. Wir wollen nicht ins Paradies. Wir können es 100-mal schreien. Das ist wie derjenige, der nicht betet und der kann 100-mal sagen, ich bin Muslim. Was denn vor Allah ist was ganz anderes. Sagen kannst du vor den Menschen, was du möchtest, Bruder. Du kannst behaupten, was du willst. Das ist doch kein Problem. Und du wirst dann einen finden, der dich noch gut spricht. Und der dir über den Kopf streichelt. Aber Tatsache ist eine ganz andere. Und deswegen glaube ich, wir möchten eigentlich gar nicht mehr. Wir wollen gar nicht ins Jenseits. Und Achim. Wir nehmen Religion wie so die Leute Yoga nehmen. Ja, Leute gehen zu Yoga so entspannen. Ja, wenn es mir schlecht ist, gehe ich in die Messe. Mache ich Yoga. Wallah. Ist doch so. Und wenn dann diese Spannung in mir, diese Problematik in mir weg ist, dann mache ich nicht mehr. Genau wie die ganzen Leute, die anrufen, ich höre Jinn, ich höre Min, ich höre das, ich höre dies. Fenster klappern, so, mir geht's nicht gut, ich habe so, ich habe das. Was kann ich machen? Dann erwarten die, dass wir einen Zauber von schreiben oder ein Getränk zusammen mixen. Trink das, dann geht's dir besser. So nehmen wir die Religion wahr. Trink das, dann geht das Gefühl weg und dann kannst du wieder hier in Ruhe leben. Dann kannst du alles hier in Ruhe wieder machen. Urlaub und so. Was ist denn die sozialen Medien, liebe Geschwister? Das zeigen dir die sozialen Medien. Alle Brüder, auch gläubige Muslime, wie die legen Urlaub. Weil wir nicht diese Welt verlassen wollen. Darum, wenn alles in diese Richtung nahe rückt, entweder durch das Alter oder durch Abnahme deiner Gesundheit, werden wir zittrig. Warum? Wir wollen doch Allah treffen. Allah liebt doch denjenigen, der Allah treffen, Allah liebt den auch, mein Treffen. Willst du nicht Allah treffen oder was? Allah treffen kannst du nicht in diesem Leben. Außer du bist irgendeine Sekte und du malst dir das irgendwie so aus. Allah kannst du diese Dinge nicht treffen. Allah kannst du nur treffen, indem du diese Dunya verlässt. Al-Jannah gibt es auch nicht in dieser Dunya. Wie manche Kuffar behaupten. Die Jannah ist für den Käfer eine. Die Dunya ist für den Käfer eine Jannah, das ist klar. Er macht schon. Ihr seht doch so, wie die das sagen. Das beste Beispiel ist ein Garten von einem Käfer.
alles so nach Maß geschnitten, geschnippelt. Dann so Gartenzwerge, dann diese Dings zum Drehen. Ja, Thermometer für die Pflanzen, falls sie Fieber haben. Alles so nach Maß. Eine Gender, ja. Richtig schön, du gehst vorbei und lässt stecken. Das ist so viel, das, da ist so viel Sachen zu sehen, Bruder, wie beim Zoo. Dann kommt ein Hase rausgesprungen, bei manchen ein Elch, bei anderen ein Lama. Ja, Bruder, die verwirklichen ihre Gender, ja. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Das ist Jannah tul Kafir. Ad-Dunya, Sijrul Mu'min und Jannah tul Kafir. Weil die erwarten kein Jenseits. Also leben die so. Was dann mit uns? Die genau dasselbe tun. Oder manche Leute säubern ihr Auto, ach ey, manche Brüder pflegen ihr Auto, Bruder, als wär's was weiß ich. Sie selbst pflegen sie so nicht. Sie selber stinken, das Auto riecht bester Geruch. Felgen glänzen, alles glänzt. Leder schön poliert. Was wollen wir anhäufen? Was wollen wir erreichen? Wo wollen wir hin? Wollen wir wirklich Allah Azzawajal treffen? Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein, weil wenn wir nicht ehrlich sind, wenn wir nicht Wata Wasau bil Haq machen, uns nicht die Wahrheit nahelegen, werden wir uns nicht verändern. Und es geht sich nicht darum, ich möchte jetzt euch, ich möchte mich selbst verändern. Ich ermahne mich selbst nur, wir können gemeinsam einen Nasheed singen, aber das geht nicht gemeinsam. Das alle was sagen. Einer muss reden, der Rest hört zu. Und ich höre für mich mit zu. Ich wundere mich über den Menschen, Abu Aliya, der weiß, dass der Shaitan, la'natullah, sein ewiger Feind ist, aber trotzdem ihm gehorcht und folgt. Und das ist eine Wahrheit. Wir wissen, Shaitan, la'natullah, ist der Feind. Eigentlich ist der der wahre Feind. Auch wenn du mit einem Bruder Probleme hast, ja, oder mit deiner Schwester, mit der Ehe, was auch immer. Wahrlich, das, was zwischen euch das Schwert war. Aber es gab keinen Grund, sich hinter jemanden zu streiten. Aber du mit dir selber beschäftigt sein. Viel schlimmer ist es, die Leute, die auf Shaitan quasi als Feind sehen, aber in Folgen und Gehorchen. Egal, was er ihnen einflüstert, sie tun es. Sie gehen der Sache hinterher. Aber sehen wir, liebe Geschwister, dass vieles, vieles in der Hinsicht uns fehlt. Ich möchte, ich war schon lange dran, eine Aussage tätigen. Eigentlich dürfte ich von diesem Buch hier gar nichts lesen, weil alles, was ich hier lese, spricht gegen mich selbst. Aber ich mache es als Erinnerung. Und der Mann, und Allah weiß es am besten. Und jetzt komme ich zu der Aussage von Hassan al-Basri bezüglich den früheren. Und du musst wissen, wenn wir Hassan al-Basri zitieren, er hat nicht zu uns gesprochen, weil er weit über 13 Jahrhundert vor uns gelebt, oder 11. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich will alles Falsches sagen. Er war eine Generation nach den Sahaba. Beziehungsweise er hat die Sahaba gesehen. Hassan al-Basri sagte eine sehr bekannte Aussage: Wir lachen und dennoch, wer weiß, vielleicht Allah hat sich einige unserer Taten angesehen und sagte, ich werde nichts von ihnen akzeptieren. Das habe ich euch erklärt, ein Beispiel dafür genug. Wehe dir, ja Ibn Adam, wehe dir, Sohn Adams, und hier sind auch Bruder und Schwester gemeint. Kannst du Allah azzawajal bekämpfen? Große Frage, Leute. Der sitzt vor dem Tabatabi'un und der sagt, kannst du Allah bekämpfen? Und guck mal jetzt, er fragt sie und interpretiert oder antwortet und erklärt ihm, warum der die fragt, weil klar, Bruder, jeden Muslim mit Verstand, wenn du diese Frage stellst, er wird weder ja noch nein sagen. Weil wer ja sagt, der ist durch. Wer nein sagt, wie hast du es versucht oder was? Und hat es funktioniert? Keiner wird es, keiner. Aber jetzt sagt Hassan al-Basri, wer immer Allah ungehorsam ist, bekämpft ihn. Und ich erinnere mich an eine Aussage von dem Buch Al-Kabair bei Imam Dhahabi, dass er gesagt hat, und ich weiß nicht, wer das von den Gelehrten geschrieben hat, ganz am Anfang,
dass eigentlich, ob große oder kleine Sünde, weil die Gelehrten unterscheiden, ja, es gab auch Leute, die nicht unterscheiden, aber die Leute unterscheiden zwischen große und kleine Sünde. Der hat gesagt, egal ob große oder kleine Sünde, du musst dir immer die Frage stellen, gegen wen du dich anlegst. Weil Allah sagt nein und sagt ja. Darum sagt Hassan al-Basri, wer immer Allah ungehorsam ist, bekämpft ihn. Bei Allah, ich strafe 70 Veteranen von Badr. Guck mal, er hat nicht jetzt bestimmtes Arbeiten, in der Schlacht von Badr teilgenommen. Er hat 70 davon, wir haben noch nie einen gesehen, er hat 70 davon getroffen. 70 von diesen Menschen getroffen. Das meiste ihrer Kleidung war Wolle. Hättet ihr sie gesehen, hättet ihr gesagt, sie sind verrückt. Und hätten sie die Besten von euch gesehen, nicht jetzt irgendwelche Normale, die Besten, der Tabu, die Besten unter denen, hätten die Besten unter euch gesehen, hätten die Sahaba gesagt, diese Menschen haben keinen Anteil im Jenseits. Keinen Anteil im Jenseits. Jetzt sage ich dir, jetzt kommen die 70 Veteranen und die sehen die 70 Besten, die sind die Besten von uns. Was denkst du, was die gesagt hätten? Deren, was, das, ich habe mich immer, wenn ich diese Aussage lese, stelle ich mir diese Frage. Was würden die wohl zu uns sagen? Da bleibt keine Antwort übrig. Hätten sie die Schlechtesten unter euch gesehen, die zum Vergleich zu uns noch besser sind, als wir, hätten sie gesagt, diese Menschen glauben nicht an den Tag der Abrechnung. Und haben den Glauben, den Iman zum Yom al-Akhirah annulliert. Das kann nicht sein, dass diese Menschen an den Tag des Gerichts glauben, so wie die leben. Und wir reden vor 13 Jahrhunderten. Menschen, die kurz nach dem Sahaba gelebt haben. Sie haben keine Sahaba getroffen, aber sie trafen die Menschen, die Sahaba gesehen haben, wie Hassan al-Basri. Denn in einer Generation, die wurde laut Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gelohnt. Hassan al-Basri sagt, hätten sie die Schlechtesten unter euch gesehen? Die hat gesagt, diese Menschen glauben nicht an Yom al-Qiyamah. Jetzt stell dir mal vor, die hätten unsere Schlechtesten gesehen. Und ihr wisst, unsere Schlechtesten sind in TikTok, die meisten. Wir machen mit Frauen zusammen Videos. Mit ihrer eigenen Frau. Wie der die geschwängert hat. Wie der mit ihr tanzt. Oder wie er kocht, weil sonst gibt es Schläge. Oder was auch immer. Gibt es, Bruder. Oder Hijab ist, Bruder, die dir erklären wollen, wie man Hijab wie Haare behandeln soll und so kämmen soll. Oder Hijab ist, die dir zeigen, wie man sich schminken soll. Weil der Hijab ist gekommen, um zu verschönern. Der Hijab ist gekommen, meine Schwester, um dich gut darzustellen. Bruder, früher mit Schminke hat man Leiche verschönert. Bis das irgendwann dazu kam, dass die Frauen anfangen, sich zu verschönern. Weil manchmal, wenn wir diese Geschwister, wenn wir diese Geschwister ermahnen, dann kommen Brüder zu mir und sagen, redet doch nicht über die Brüder, weil, Bruder, warum soll ich nicht reden? Das, was sie machen, ist falsch. Und nicht falsch, weil ich will als richtig da stehen. Das, was sie machen, ist mehr als Verlust. Das ist nicht die Religion, Bruder, die gibt dort, dadurch gehen die doch geradeaus in Jahannam rein. Sollen wir nicht gegenseitig die Wahrheit sagen? Allah sagt das doch im Koran. Das ist doch die Umma, Bruder. Ich kann nur 1000 Beispiele bringen. 1000 Beispiele. Na, Bruder, mach das nicht. Weißt, Bruder, was denkst du, was Sahaba gesagt hätten, wenn die ganzen muslimischen Rapper gesehen hätten, die sich gegenseitig wieder beleidigen? Wenn die zu den schlechtesten der Tabu gesagt hätten, ihr habt keinen Anteil am Yom al-Qiyamah. Und wir sollen jetzt nicht sagen, bitte sag nichts, Bruder, komm, immer schön reden, weil dann mögen die Leute dich. Da sollen die Leute mich nicht mögen. Habe ich kein Problem mit, Bruder. Wieder brauche ich dich noch irgendeinen anderen davon. Weil wenn ich unter der Erde bin, wirst du mir nicht helfen. Weder dein Feind, noch dein Wort, noch irgendwas. Und das ist die Wahrheit. Aber vielleicht, wenn man dir die Wahrheit ins Gesicht schaut, wirst du vielleicht wach. Weil normal wirst du nicht wach. Weil der Koran ist da und du wirst nicht wach. Also muss man dir die Wahrheit sagen. Und wir müssen diesen Menschen die Wahrheit sagen. Weil die versagen, Bruder.
Das ist Versagen über Versagen. Darum sagt ja Allah Azza wa Jal, innal insana lafi. Guck mal, er sagt Insan. Er sagt nicht in der Kafir. Der Kafir oder der Munafik, der Muschrik. Der Mensch insgesamt. Wahrlich, der Mensch ist im Verlust. Tief hinein. Und denkst du, wenn du dann einmal Umrah machst und das Post, wie du Umrah gemacht hast, Hayat, du hast es geschafft. Du bist gerettet worden. Wir müssen uns klar machen, dass wir mehr tun müssen. Wir müssen uns klar machen, dass wir uns mehr mit der Religion beschäftigen müssen. Wir müssen uns klar machen, dass wir näher in der Ibadah sein müssen. Wir müssen uns klar machen, dass wir das verändern müssen. Wir müssen uns klar machen, dass wir die Wahrheit sprechen müssen. Und manchmal ist die Wahrheit laut und manchmal ist sie leise. Der Prophet ﷺ hat nicht nur gesessen und Märchen erzählt und leise geredet, damit die Menschen ihn mögen. Bruder, die Sahaba radiallahu anhu, Hadith bei Muslim, die sagen, der hat so laut geredet, die Leute haben den im Markt gehört. Im Markt, Bruder, wo es am lautesten ist. Warum hat er das so gemacht? Und mal hat er leise Dinge gesagt. Aber wir sind, Bruder, diese Generation ist so geworden, bitte streiche mich, bitte nicht so schlimm, bitte nein, sag nicht einer, der nicht betet, kann Käfer sein, sag nicht so, bitte die Schwester mit Hijab, lass die, bitte, auch wenn die so diese Tupac-Turban macht als Kopf, lass, ist doch okay, ist nicht, Schwester ist kein Kopftuch, willst du das hören, wie es ist, bei Allah ist kein Hijab, du wirst vor Allah stehen und du bist von denen, die angezogen waren, aber trotzdem nach, ist keins. Und wenn du deine Haare bedeckst und deinen Hintern zeigst, ist kein Kopftuch. Fertig. Brauchen wir nicht überreden. Wenn dir Menschen erzählt, dann lass dir Menschen erzählen, ja? Aber wenn du vor Allah stehst, kannst du auch niemanden zeigen. Und sagen, der hat mir so erzählt. Und dasselbe gilt für unseren Brüdern auch, Bruder. Wenn du als Bruder eine Hose anziehst wie eine Legging, die dich zu einer Frau macht, ist nicht richtig, Bruder. Weil du auch eine Aura hast. Und du kannst ja nicht zum Gebet gehen, dass der hintere Mann deine Eier sieht. Ja, aber ist die Wahrheit, Brüder. Haben wir doch. Manche Brüder ziehen Hosen, wie lange? Ich habe letztens noch einen gesehen. So ein Lächeln, aber eine Hose wäre ein Lächeln, Bruder. Das macht es nicht zum Mann. Oder wenn du rumtanzt oder was du auch immer machst. Wenn du heiratest und rumtanzt wie ein Affe, macht es nicht zum Mann. Das ist nicht die Religion. Und das ist nicht von der Sunna. Und das kannst du auch nicht mit der Relation irgendwie dir ausreden. Das ist traditionell. Wenn wir in einer Hochzeit sind und der Mann in den Frauenraum geht, damit er sich mit der Frau fotografiert und die andere zu anderen zum Dejus macht, die in ein anderes Zimmer warten, die dürfen nicht. Ja, dann bring deine Frau bei uns im Zimmer dann rein. Fotografier dich mit deiner Frau bei uns. Warum machst du das du nicht? Schuma Alek. Ja, warum bist du in Frauenraum rein oder was? Was hat mit Tradition zu tun? Also wir müssen uns die Wahrheit sagen, ja? Müssen wir uns. Wir können uns auch anlügen, aber schau mal, wie die Szene war, Bruder. Warum erzählen wir das, damit wir sagen, Und danach dasselbe, tun, was wir immer tun. Dann werden wir uns nicht verändern. Da können wir viel Palästina schreien, Bruder, bis zum Fächer. Da wird sich nichts ändern. Ich schweige, vielleicht ist deren Zustand besser als unserer. Vielleicht in unseren Augen ist das anders. Aber in Augen Allahs kann es ganz anders sein, Bruder. Vielleicht sind wir die Armseligen, die Ruhe suchen. Alles ruhig und alles schön. Und wenn es dann heißt Treff, zittern wir. Und dann kommen heuchlerische Aussagen wie, wenn ich Krebs kriegen würde, dann würde ich auch alles spenden und alles abgeben und tun und machen. Dann würde ich Umrah machen und Hatsch machen. Aber jetzt mal Schule in Spanien erstmal. Weil ich habe ja keinen Krebs. Und wenn kein Krebs da ist, brauche ich mich auch nicht zu kümmern. Weil dann sterbe ich nicht. Heuchlerisch. Das ist eine heuchlerische Art. Bei Allah, das ist eine heuchlerische Art. Zu behaupten, wenn mein Leben endet, dann werde ich alles verändern. Und du veränderst es jetzt nicht, obwohl du weißt, es kann jetzt zu Ende sein. Das ist eine... Ich sage nicht, du bist Heuchler. Versteh mich nicht falsch. Ich sage nicht, du bist Munafik. Weil manche sagen, du bist Munafik. Da habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das ist eine heuchlerische Art. Wie gesagt, das ist eine heuchlerische Art. Und das ist eine Wahrheit. Weil das Leben kann aufhören ohne Krebs. Das Leben kann aufhören ohne einen Unfall. Oder jetzt, vor einer Woche ist so eine Influencerin gestorben.
Ich glaube sogar von der Abstammung her Muslime. Was auch? Oder war ich auf der Yacht, schlafen gegangen, das Herz hat aufgehört. Fertig. Machst nichts mehr. Sie hat wahrscheinlich auch gedacht, boah, ich bin Influencerin, ich will mir alles leisten, warum soll ich mich nicht im Bikini zeigen und das und so. Independent Woman, wahrscheinlich so viel Beyoncé gehört oder sowas. Ich hab noch Zeit. Ja, das sowieso. Und dann kommt Wallace. Eine Eier. Guck mal, Allah diesen Vers einzeln gemacht. Wallasr. Und allgemein meistens bei Zeit. Wallay. Wadduha. Wenn Allah über Zeit spricht. Und deswegen Surah At-Takathur zum Abschluss. Allah Azza wa Jalla in der letzten Eier spricht darüber, dass wir über jede Gabe befragt werden. In der ersten Ayah von Surat al-Asr spricht Allah über die größte Gabe, nämlich die Gabe der Zeit. Darum Hassan al-Basri sagte, ich darf Menschen, sie haben auf ihre Zeit so aufgepasst wie ihr, und er redet wieder zum Terror, wie ihr auf euer Mail aufpasst, auf euer Besitz aufpasst. Und hättest du sie über ihre Zeit gefragt, hätten die dir schwer Zeit gegeben. Hättest du aber über ihr Besitz gefragt, die hätten dir alles gegeben. Ohne zu überlegen. Heutzutage fragst du Muslime über ihr Besitz? Oder? Warum fragen wir ja jedes Mal Sadaka, Masjid, Sadaka? Immer die Moschee irgendwie so ausatmen muss. Die schaffen das nicht. Weil wir davon nicht hergeben. Aber Zeit, ja, kein Problem, Bruder. Ich habe sowieso nichts zu tun. Können wir das hier aussagen? Bruder, kommst du ernst? Sowieso nichts zu tun. Aber inshallah, Azza wa Jalla, sind wir Gewinner der Zeit, dass wir hier in einem Ort sitzen, uns ermahnen und erinnern, Alhamdulillah, und uns die Wahrheit sagen und uns zur Standhaftigkeit aufrufen, weil wir genau das gerade gemacht haben. Allah schwört bei der Sache, er informiert uns und wir haben genau das gemacht, wo wir aushalten können. Eine Sache will ich noch, die mir entgangen ist. In den Suchen davor, Al-Adiya, Zalzala, Qariya und so weiter, Allah Azza wa Jalla ermahnt. Allah sagt dann, Wallah Asr, Hinne, Linsane, Lafi, Khusr. Alle Menschen, du Mensch, du bist alles im Verlust. Und kennt ihr, wenn du in der Klasse bist und der Lehrer sagt, alle haben diese Klassenarbeit verschrottet. Alle haben meine 6 außer. Und jeder will dieser außer sein. Dann kommt diese Freude auf. Wer? Bitte, ich hoffe, ich bin nicht das. Und jetzt, das Lehrer macht Allah mit dir auch. Er warnt. Und du denkst, oh mein Gott, wenn du die Suchen davor liest, Bruder, Allah spricht über Qiyama, über die Erde, wenn die schüttelt, über Qari, wenn der Tag des Gerichts kommt, über die Gräber, die aufgewühlt werden, dass wir alles sehen werden, Taten gewogen werden, dann sagt er dir noch oben drauf, bei der Zeit, du bist im Verlust. Dann sagt er, Illa, und dann sagt er, wie? Jetzt muss, wie wer? Und das, was wir gerade gemacht haben. So entgehen wir den Verlust mit Ibn Yahdi, Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiqh, liebe Geschwister, das waren meine Wörter. Und Allah Azza wa Jal von mir, von euch annehmen, wenn ich was falsch gesagt habe. Es ist von mir selbst. Und seid nicht so streng, ich bin auch nur ein Mensch mit Fehlern. Und wenn ich was Gutes gesagt habe, ist das von Allah Subhanahu wa Ta'ala und seinem Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam.